Seite des Harzes erstreckt sich das Mansfelder Hügelland. Eine Landschaft, der der Bergbau seinen Stempel aufdrückte, denn seit Jahrhunderten wird hier schwarzer Kupferschiefer aus der Erde gebrochen und zutage gefördert, um rotes Kupfer auszuschmelzen. Eng verbunden damit blickt nicht nur jeder Bergmann, sondern die gesamte Mansfelder Arbeiterklasse auf eine reiche Revolution. An der Ostseite des Harzes erstreckt sich das Mansfelder Hügelland. Eine Landschaft, der Bergbau seinen Stempel aufdrückte, denn seit Jahrhunderten wird hier schwarzer Kupferschiefer aus der Erde gebrochen und zutage gefördert, um rotes Kupfer auszuschmelzen. Eng verbunden damit blickt nicht nur jeder Bergmann, sondern die gesamte Mansfelder Arbeiterklasse auf eine reiche revolutionäre Tradition zurück. Ich heiße Andreas Schäfer, bin zurzeit Unteroffizier des Wachregiments Felix Czerzinski. Hier im Mansfeldischen bin ich zu Hause. Hier habe ich meinen Beruf gelernt und auch gearbeitet. Für mich war es Ehrensache, zu den Czerzinski-Soldaten zu gehen. Heute will ich meine frühere Brigade besuchen, habe mich also nicht verlaufen. Es wird ein großes Hallo geben, rau, aber herzlich wird es sein, wenn einer aus den eigenen Reihen mit exaktem Haarschnitt und in Uniform hereinschaut. Obwohl unsere bewaffneten Organe noch jung an Jahren sind, ist die tiefe Verwurzelung der Soldaten im Volk, in der Arbeiterklasse und allen anderen Werktätigen bereits eine alte Tradition. Die unablässige Festigung der Verbundenheit des Wachregiments Berlin, Felix Czerzinski des Ministeriums für Staatssicherheit mit den Werktätigen, ist ein Unterpfand dafür, die ihm übertragenen Aufgaben zur Gewährleistung des sicheren Schutzes der führenden Repräsentanten der DDR und ihrer ausländischen Gäste jederzeit und unter allen Lagebedingungen ehrenvoll und gewissenhaft zu erfüllen. Wenn solche engen und freundschaftlichen Kontakte bestehen, ist es selbstverständlich, dass die Kumpel wissen wollen, wie einer der ihren seinen persönlichen Auftrag erfüllt. Ihre Leistungen können sich jedenfalls sehen lassen. Und so gibt es viele Fragen, alle eine Antwort verlangend. Wo da anfangen? Unweigerlich muss ich da an meine ersten Schritte im Regiment denken. Jedes Jahr im April und Oktober heißt es, die Neuen kommen. Und so wie damals bei mir, vollzieht sich das auch noch heute. Thank you.
Viel Zeit zum Überlegen bleibt nicht. Nach dem Absitzen läuft alles nach Maßnahmen, also stabsmäßig, eben militärisch. Es gilt, sich zu melden. Man erfährt, zu welcher Einheit man später gehört, empfängt die persönliche Schutzausrüstung, muss zur BA-Kammer. Ach so, BA heißt Bekleidung und Ausrüstung. Sie schreiben jetzt Ihren Familiennamen und die Einheit auf die Feldbahn. Und wem klingt da nicht die spitze Bemerkung in den Ohren? Passt, der Nächste. Doch man sollte es nicht glauben, die Sachen passen wirklich. Ein Zeichen, die Genossen verstehen ihr Fach. Auch hier heißt es... So, der Nächste. Irgendwelche Beschwerden? Nein? Und nach vorne beugen, richtig runter. Jawohl. Keine Beschwerden, nein? Nein. Das hier auch nicht? Nein. Mit offenem Mund ein- und ausatmen? Allen Genossen wird von Anfang an bei der medizinischen Betreuung große Aufmerksamkeit gewidmet. Jeder soll und muss gesundheitlich in der Lage sein, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen, um seinen Wachdienst tagtäglich mit vollem Einsatz versehen zu können. Äußerlich sehen die Neuen schon ganz schön soldatenmäßig aus, von uns Alten kaum zu unterscheiden. Jedoch mit rechts und links klappt's noch nicht so. Da heißt es eben, üben, üben. Exakte Kommandos, Zählzeiten und die Geduld der Ausbilder helfen über manche Klippe hinweg. Tempo, zwei. Arme leicht ausgewinkelt, nicht zu doll. Tief, leicht, schritt. Marsch! Zwei. Eins. Vier. Ja, ja, frei nach Wilhelm Busch könnte man sagen, Soldat zu werden ist nicht schwer. Soldat zu sein dagegen sehr. Und das betrifft nicht nur das Grüßen. Erbeteiligung. Tempo. Hi. Hier bei ist wichtig, dass die Finger gestreckt sind, das Unterarm und Handfläche eine Linie geben. Der Daumen liegt an der Hand an. Die jungen Soldaten sind angetreten, um ihre Waffen aus den Händen eines im Kampf für die Sache der Arbeiterklasse gegen Faschismus und Krieg erprobten Genossen zu empfangen. Für sie ist dieser feierliche Akt Auftrag und Verpflichtung, diese ihnen anvertrauten Waffen im Interesse der Arbeiter- und Bauernmacht beherrschen zu lernen. Und im Kampf zum Schützen unserer sozialistischen Heimat der Deutschen Demokratischen Republik. Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik. So wie ich wissen auch meine Genossen, wofür wir die Waffen tragen. So wie ich wissen meine Genossen, dass Sozialismus und Frieden gesichert und verteidigt werden müssen. Und sie werden mit diesem Wissen ihren Fahneneid ablegen. Und mit dem Schwur ihre Treue zu ihrem sozialistischen Vaterland bekunden. Auf dem Appellplatz haben sich ihre Eltern, Geschwister, Bräute und Freunde versammelt. Pioniere der Patenschule sind gekommen. Eine Abordnung des sowjetischen Bruderregiments ist in einer Front mit den Dzerzhinsky-Soldaten angetreten. Sie alle wollen diesen Tag gemeinsam mit den jungen Soldaten erleben. Generalmajor Elsner, Kommandeur des Wachregiments Felix Dzerzhinsky, nimmt die Vereidigung vor. Ich schwöre. Es ist schon ein feierlicher Augenblick, wenn die jungen Soldaten schwören, der Deutschen Demokratischen Republik, ihrem Vaterland, allzeit treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung gegen jeden Feind zu schützen und an der Seite der Sowjetarmee und der Armeen der anderen mit uns verbundenen sozialistischen Länder als Soldat des Ministeriums für Staatssicherheit jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen und ihr Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen. Dieser Schwur erfordert von jedem Einzelnen, höchste Anforderungen an sich selbst zu stellen, ehrlich, tapfer, diszipliniert und wachsam, seine ganze Person der bedingungslosen Durchführung der erteilten Befehle unterzuordnen. Mein junges Volk,
Ja, kennen wir ja nicht mehr. Genau. Wir werden ihn finden, wir werden ihn finden. Rico! Oh, ich hab dich schon gesehen. Ja, schaffe. Der Soldatenalltag, nachdem wir bisher richtig marschieren und grüßen gelernt haben, heißt es sich, weitere Grundlagen des Soldatenhandwerks anzueignen. Im sogenannten Trockentraining haben wir uns gut auf das erste Scharfschießen vorbereitet. Der sichere Umgang mit den Schützenwaffen und das Zielen sind das eine, das Treffen das andere. Was, zwei, neun, sechs. Egal ob MP oder Pistole, unsere Genossen Gruppenführer und Offiziere helfen auch hier geduldig, wenn manches nicht gleich auf Anhieb klappen will. Feuer! Das ist die 6 und eine 9. Zweite Worte überhastet. Ein besonderes Erlebnis ist natürlich das Schießen mit einer panzerbrechenden Waffe. Links 007, pack. Geradeaus, also Pfahl. Links 007, pack. Ziel erkannt. Auch das muss gelernt und trainiert werden. Der persönliche Schutz und der Schutz der Technik muss auch beim Einsatz nuklearer und chemischer Waffen beherrscht werden. Die Kampfkraft des Regiments muss unter allen Lagebedingungen erhalten bleiben, um die ihm übertragenen Aufgaben ohne Abstriche erfüllen zu können. Am Anfang steht der Schweiß. Systematisch erfolgt die Vorbereitung auf die physischen Anforderungen, die der Dienst an jeden stellt. Allein nur die Waffen zu beherrschen, genügt nicht. Der Dienst verlangt ebenso Schnelligkeit, Gewandtheit und Ausdauer. Vorwärts! Das heißt auch, rechtzeitig zu lernen, die Kräfte sinnvoll einzuteilen. Prüfstein für den Einzelnen und damit für das ganze Kollektiv ist der Härtekomplex. Es geht um Zeiten und Noten. Ohne Pause ist ein Programm, bestehend aus Krafttraining, 1000 Meter Lauf, 15 Kilometer Marsch, teilweise unter Schutzmaske und Überwindung der Sturmbahn zu bewältigen. Die Uhr bleibt erst dann stehen, wenn auch der Letzte im Ziel ankommt. Ausfälle schwächen die Kampfkraft. Und so fordert ein solcher Härtetest von jedem, Selbstüberwindung, den Einsatz der letzten Kraftreserven, damit die Einheit geschlossen das Ziel erreicht. Eine wahrhaft kollektive Kampfaufgabe. Das war ja, der dritte Zug wehrt sich vom Marsch zurück. Ausfällig keine, oder Deutschland. In jeder Ausbildungsstunde, bei jeder Übung, bei der täglichen Dienstdurchführung, immer wieder wird deutlich, wie wichtig kollektives Handeln ist.
Wie notwendig es ist, dass sich jeder auf den anderen verlassen kann. Was hier im Traditionszimmer an historischen Fakten und Dokumenten zusammengetragen wurde, widerspiegelt die langjährige Entwicklung des Regiments. Es zeigt anschaulich, wie die Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere darum ringen, sich des Ehrennamens Felix Dzerzhinsky, des treuen Kampfgefährten Lenins und ersten Vorsitzenden der CK, in praktischen Taten stets würdig zu erweisen und den Charaktereigenschaften dieses Revolutionärs aus der Garde der alten Bolschewiki nachzueifern. Den jungen Kämpfern dieses Erbe und die Erfahrungen lebendig zu vermitteln, sie zur vorbildlichen Pflichterfüllung zu motivieren, sind wichtige Aufgaben des Jugendverbandes und der Parteiorganisation im Regiment. Zu diesen lebendigen Traditionen gehört, erfahrene, langjährige Parteimitglieder auszuzeichnen, jungen Kandidaten in würdigem Rahmen ihre Parteidokumente zu überreichen. Der Stellvertreter des Kommandeurs für politische Arbeit und Leiter der Politabteilung, Genosse Oberst Schmidt, bringt bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck: Alle Genossinnen und Genossen, die heute geehrt werden, haben mit großem persönlichen Engagement hohen Anteil an der Steigerung unserer Arbeiter- und Bauernmacht, an der Entwicklung unseres Wachregiments Felix Dzerzhinsky. Jetzt gilt es für uns alle, angesichts der verschärften Klassenkampfbedingungen erst recht alles zu tun, um unsere Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vervollkommnen, um unserer Verantwortung stets in höchster Qualität gerecht zu werden. Ganz gleich, an welchem Platz wir für unsere große Sache zu kämpfen haben. Der revolutionären Vorbilder und der Kämpfer gegen Faschismus und Krieg in den Hirnen und Herzen wach zu halten und durch hohe Leistungen im Wachdienst, in der militärischen und politischen Ausbildung und in der Sicherstellung zu verwirklichen, heißt sie wahrhaft zu ehren, heißt den Sozialismus zu stärken. Dieses Streben, diese Gemeinsamkeit verbindet die FDJ-Mitglieder des Wachregiments aufs Engste mit den Komsomolzen ihres Bruderregiments. Wir Dzerzhinsky-Soldaten stehen natürlich auch im sozialistischen Wettbewerb. Nur geht es bei uns nicht um ökonomische Kennziffern. Wir werden an der Erfüllung des militärisch-operativen Wach- und Sicherungsdienstes und an den Ergebnissen der politischen und militärischen Ausbildung gemessen. Offizieren und Offiziere, ich beglückwünsche Sie zu Ihren hervorragenden Leistungen und wünsche Ihnen weitere Erfolge bei der Lösung der uns übertragenen Aufgaben zum Schutz unseres sozialistischen Vaterlandes. Traditionsgemäß werden alljährlich mit der Verleihung des Dzerzhinsky- und des Fritz-Schmenkel-Banners die Einheiten ausgezeichnet, die
die aus dem Wettbewerb als Beste hervorgegangen sind. Die Anerkennung solcher Leistungen gehört zweifelsohne zu den Höhepunkten in der Dienstzeit eines Dscherzhinski-Soldaten, in der Zeit seines aktiven Eintretens für die Sicherheit unserer Republik. Die Erfüllung des Kampfauftrages mit besten Ergebnissen ist die Voraussetzung für das hohe Ansehen und das Vertrauen, das das Wachregiment bei vielen Werktätigen unserer Republik genießt. So existieren nicht nur langjährige enge Beziehungen zum Mansfeld-Kombinat, sondern auch zu den Genossenschaftsbauern der LPG-Pflanzenproduktion Marxwalde. Sie sind beredtes Zeugnis für die feste Verbundenheit der Dscherzhinski-Soldaten mit den Werktätigen unserer sozialistischen Heimat. Die Beziehungen zu den Genossenschaftsbauern sind vielgestaltig. Sie reichen vom kräftigen Zupacken bis zur Gestaltung kultureller Programme. Ich wünsche Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, einen angenehmen Nachmittag. Merkwürdig. Ich musste erst zu meinen Kumpels kommen, um mich an meine ersten Schritte im Regiment zu erinnern. Vieles ist mir jetzt klarer geworden. Die Kraft und Energie, die Anstrengungen, mit der meine Kumpel wertvolles Kupfer für die Heimat gewinnen, spornt mich an, unseren Klassenauftrag im Wachregiment Felix Dscherzhinski in Ehren zu erfüllen. Jeder Soldat muss verstehen, im Wachregiment steht er nicht einfach Posten. Hier dient er unmittelbar der zuverlässigen Sicherung der Macht der Arbeiter und Bauern. Hier ist er selbst ein Teil der Machtausübung und ihr Repräsentant. Indem er diese Macht und ihre führenden Vertreter gegen die konterrevolutionäre Tätigkeit äußerer und innerer Feinde schützt, Überraschungen jeglicher Art verhindert, leistet er einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der auf das Wohl des Volkes und die Erhaltung des Friedens gerichteten Politik der Partei der Arbeiterklasse.